Sie werden unsere Liebe niemals akzeptieren. Ein Vampir und eine Sterbliche. Schnell, Liebster, beiß mich. Du wirst unsterblich sein und niemals alt werden. Aber meine Altersvorsorge. Mit Riester-Förderung und Sparkassenvorsorge Plus hier und Vorsparplan. Alt werden lohnt sich. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge. Ja, Elton da Costa, 2-1 verloren, aber ich glaube, die schlechtere Mannschaft hat heute nicht unbedingt eine verdiente Niederlage eingesteckt. Also ich glaube, wir waren mindestens ebenbürtig mit dem VfR Aalen heute, oder wie siehst du das? Ich glaube, wir sind zu spät in das Spiel aufgewacht worden. Ich glaube, nach den 60. Minuten, wir haben das Spiel komplett kontrolliert. Aber so eine Leistung, ich denke, in der zweiten Halbzeit hätten wir von Anfang an bringen müssen. Wir sind selbst daran schuld, wenn wir solche Tore kassieren. Und wir brauchen uns jetzt gar nicht mehr darüber zu ärgern, weil wir am Dienstag ein ganz wichtiges Spiel zu Hause und wir müssen da versuchen, da zu gewinnen. Ja, aber was hat den Unterschied ausgemacht? Warum fangen wir zwei so blöde Tore? Ja, aber ich glaube, wir sind nicht konsequent genug in das Spiel reingegangen. Und das war nicht halb, nicht ganz. Und durch die zwei Tore, wir haben natürlich zugeguckt, wir sind nicht richtig reingegangen. Und wie gesagt, wir haben uns selbst heute geschlagen. Okay, dann hoffen wir, dass es am Dienstag besser wird gegen Jena. Ja, hoffen wir auch. Ja. Okay, danke. Gut, einfach. André Hahn, 2-1 Niederlage. Bedauerlicherweise unnötig wie ein Kropf, glaube ich, so unterm Strich. Ja, wir haben gar nicht ins Spiel gefunden. Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen, haben viel zu ängstlich nach vorne gespielt, haben vorne viel zu spät attackiert. Der Gegner war auch nicht besser, erste Halbzeit. Aber die haben eine Chance gehabt. Wir lassen ihn durchlaufen von deren eigenen Hälfte durch 3-4 Leute durch. Der macht das Tor und ja. Wir gehen mit 1-0 Rückstand halt in die Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir versucht, nochmal richtig Druck zu machen. Machen nochmal den Anschlusstreffer, aber naja, vielleicht denke mal, letztendlich haben wir echt verdient verloren, weil so können wir hier nicht auftreten. Aber woran liegt das, dass einer vom eigenen 16er quasi durchlaufen kann und ins Tor machen kann? Fehlt da die Aggressivität? Wir dürfen nicht so durchlaufen lassen. Also gehen drei Leute geht da durch, vielleicht sogar durch 4. Vor der eigenen Hälfte, das darf nie im Leben passieren, ganz ehrlich. Okay, dann hoffen wir mal Dienstag gegen Jena, dass es besser läuft. Danke. Bitte. Ja, wir haben in der ersten Halbzeit war das schlecht von beiden Mannschaften, auf jeden Fall. Und haben es nicht hinbekommen, wie in den letzten 30 Minuten zu spielen. Und das müssen wir uns auf jeden Fall vorwerfen, auch wenn wir natürlich uns riesig ärgern. In den letzten Minuten haben wir noch die besseren Chancen, aber wir müssen diese 60 Minuten davor viel besser spielen. Das stimmt. Wie kann das sein, dass dass wir den Ball verlieren am gegnerischen 16er und dann läuft einer im Prinzip durch die gesamte Mannschaft wie das heiße Messer durch die Butter und macht dann noch das Tor? Ja, das darf nicht passieren. Wir sind in der Vorwärtsbewegung und dann läuft der Stürmer auf die Abwehrreihe zu und der muss irgendwie gestoppt werden und dazu zähle ich mich genauso. Also fehlende Aggressivität in diesem Fall, in dem Moment? Ja, es hat einfach in dem Moment nichts gestimmt. Und klar, natürlich, der muss gestoppt werden und er darf da nicht so durchlaufen. Und die fehlende Aggressivität können wir uns die ersten 60 Minuten zuschreiben. Okay. Du hattest jetzt am Ende nochmal einen kleinen Disput mit dem Schiedsrichter. Was war da los? Ja, ich finde einfach, dass er unmöglich gepfiffen hat. Also er ist kompletter Heimschiedsrichter gewesen, wenn ich hier nach 46 Minuten einen Freistoß gebe, wo sich der Stürmer danach ins Fäustchen lacht. Und er trotzdem drauf pocht, den zu geben, dann muss ich hier hinten auch, egal ob es ein Elfer war oder nicht, dann muss ich auch einen geben, weil daraus ist ein Tor entstanden. Und ich sage auch, also auch Kleinigkeiten, haben kurz geschrien und er ist jedes Mal drauf reingefallen. Also ist für mich keine gute Leistung gewesen. Okay, aber nochmal zurück zu uns. Ich glaube, wenn wir auf die 30 Minuten aufbauen am Schluss, dann ist das eine schöne Sache gegen Jena. Dann können wir da wenigstens 3 Punkte einfahren. Ja, wir haben ein Nachholspiel gegen Jena zu Hause und wir sind auch hierher gefahren, um 3 Punkte einzufahren. Aber wir müssen auf jeden Fall auf die 30 Minuten aufbauen, da hast du recht. Und gegen Jena die 3 Punkte auf jeden Fall in Offenbach lassen. Ist es nicht besonders bitter, wenn man das Ergebnis heute sieht und auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen? Da wären wir ja fast wieder oben dran gewesen. Die haben ja alle für uns gespielt sozusagen. Ja, das ist immer jedes Mal bitter, wenn man sich danach das anschaut, weil in der dritten Liga ist alles möglich, das wissen wir vor jedem Spiel und nach jedem Spiel auch wieder und trotzdem gewinnst du auswärts nicht. Alles klar, dann vielen Dank und viel Erfolg gegen Jena am Dienstag. Ja, Amir Shahbuzadeh, 2-1 verloren heute, zur Halbzeit raus. Was war los, was war der Grund? Weiß ich nicht. Lief vielleicht erst Halbzeit nicht so, wie das der Trainer sich das vorgestellt hat. Und dann bin ich und der Nico ausgewechselt worden und ja.
Fehlt noch ein bisschen die Bindung ins Spiel, so nach dieser langen Pause und doch nur Trainingseinheiten? Ja klar, aber wie gesagt, ich trainiere jetzt schon seit 3 Monaten mit der Mannschaft mit. Ich hoffe, also denke auch, dass ich körperlich eigentlich ganz ordentlich drauf bin. Nur klar, die Bindung fehlt da vielleicht nochmal in der einen oder anderen Situation. Aber ich hoffe, dass das so schnell wie möglich kommt. Okay, dann hoffen wir mal Dienstag gegen Jena das Beste. Danke. Ja, vielen Dank. Medienvertreter zur Pressekonferenz. Nach dem Heimspiel gegen Kickers Offenbach entstand 2:1. Darf bei mir recht herzlich begrüßen unseren Gästecoach Ari Verlent und VfR-Cheftrainer Ralf Hasenhüttl. Und darf dann schon Ari Verlent um seine Stellungnahme bitten. Ja, danke schön. Also ich weiß gar nicht, ob ich viel sagen muss. Also ich denke, wenn ich die erste Stunde von meiner Mannschaft gesehen habe, dann kann ich nur sagen, von nichts kommt nichts. Und ich denke, da haben wir es verstanden. Auf einmal statt 2-0 haben wir gedacht, hey, lass uns doch auch mal was machen. Und dann haben wir die letzte halbe Stunde es eigentlich ganz ordentlich gemacht. Und ich gebe dann die Mannschaft einfach den Riesenvorwurf. Und ich glaube, auch die Ahlen waren bestimmt von Anfang an nicht die bessere Mannschaft. Ich glaube, es war ein Geplänkel. Es war kein Topspiel, vielleicht, wie man es vielleicht mal erwartet. Und wir haben überhaupt nicht unseren Nutzen daraus geschlagen gegen Gegner, die vielleicht 2 Mal hintereinander verloren hatte. Und wir haben sogar stark gemacht durch viele Fehler, die wir gemacht haben. Und dann muss ich am Ende sagen, ja, die letzte halbe Stunde war sehr ordentlich. Da könnte man vielleicht mit ein bisschen Glück das 2-2 machen. Aber ich glaube, aufgrund der ersten Stunde haben wir das heute nicht verdient gehabt. Und ja, da geht es alles. Das Ergebnis geht absolut in Ordnung. Dankeschön. Danke, Ari Verlent. Wir schauen auf die übrigen Resultate. Erfurt-Sandhausen 4:2, Bielefeld-Münster im Derby 2:2, Wien-Wiesbaden-Saarbrücken 3:2, Regensburg unterliegt Burghausen 0:1, Babelsberg-Jena 0:0, Werder Bremen 2, Oberhausen 0:1, Osnabrück schlägt Haching 4:1 und Darmstadt bezwingt Heidenheim mit 2:1. Tja, Ralf, so ist der Fußball, kann man sagen. Heute redet keiner mehr von den 2 Niederlagen in Heidenheim und Saarbrücken. Heute ist einfach nur Durchatmen angesagt. Bei dir auch? Ja, zuerst mal danke sehr für die Glückwünsche von Ari. Ich glaube, wenn er sagt, heute war kein Spitzenspiel, war, glaube ich, auch wirklich nicht zu erwarten. Für uns galt es heute einfach wieder in die Spur zu finden, wie wir es vor dem Spiel schon gesagt haben. Die Herangehensweise war heute so, dass wir uns versucht haben, über viele kleine positive Aktionen, Ballgewinne, eben selber wieder auch ein bisschen Selbstvertrauen zu holen. Das ist uns phasenweise ganz gut gelungen, phasenweise war ich damit aber nicht zufrieden. Unser Spiel gegen den Ball ist noch nicht auf dem Niveau, wie es vielleicht in der Topphase war, aber was die Mannschaft auszeichnet in dieser Phase, ist jetzt einfach zu wissen, wie viel Leidenschaft und wie viel Laufbereitschaft trotzdem dafür notwendig ist, um etwas mitzunehmen in der Liga. Und ich glaube, heute ging es einfach nur darum, wieder zu punkten gegen einen Gegner, der nach der 60. dann nochmal gezeigt hat, dass er doch über Qualität verfügt. Und wir haben dann wirklich uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass wir noch den Ausgleich kassieren. Die 3 Punkte heute sind ein Riesenschritt für uns nach vorne. Wir sind aus dieser Situation, die für uns auch neu war, als Tabellenführer dann 2-mal zu verlieren, super hier wieder rausgekommen. Und ich bin riesig stolz, dass wir nach diesen 2 Niederlagen wieder auf die Art und Weise zurückgekommen sind. 10.000 Zuschauer oder noch mehr heute im Stadion haben ein super spannendes Spiel erlebt. Vielleicht kein absolut hochklassiges, aber 2 schöne Tore und Spannung bis zum Schluss. Das ist das, was den Fußball beim VfR einfach ausmacht. Und wenn der Schlusspfiff dann ertönt, gemeinsames Freuen, gemeinsamer Jubel, gemeinsam sind wir stark und so müssen wir auch weitermachen. Danke sehr. Danke, Ralf. Und damit die Möglichkeit für Sie, Fragen an die beiden Trainer zu richten. Ich sehe Kopfschütteln, dann Ralf, ja, bitteschön. Ja, Ralf, bisher war ja immer so die Marschroute zu sagen, klar, solange wir oben dabei sein können, machen wir das auch. Riesenschritt nach vorne, was heißt denn dann genau nach vorne und die zwischenzeitliche Tabellenführung jetzt wieder? Ja, für mich, wie ich schon gesagt habe, war diese Situation, oder für uns war diese Situation einfach eine neue, ja. Alles läuft von selber, du gewinnst 8-mal hintereinander, dann verlierst du 2-mal und nicht unverdient, mit richtig, ja, schlechten Leistungen. Und das war für uns schon eine Situation, die neu war, logischerweise. Und dann einfach wieder auch in die Spur zu finden, das ist, glaube ich, das, was die Mannschaft auf die Art und Weise natürlich auch erstmal erleben muss. Und da merkt man dann schon, dass nicht alles so einfach von der Hand geht.
Aber wichtig ist, dass man dann die richtigen Mittel dafür wählt. Und ich glaube, das ist uns heute gelungen. Wir haben uns nicht hier in Schönspielerei aufgeregt, sondern wir wollten Ballgewinn haben, wir wollten schnell nach vorne spielen. Und das erste Tor ist genau auf die Art und Weise passiert. Natürlich eine super Einzelleistung von Robert. Aber das meine ich mit unter Entwicklung, wie ich es oft wieder gesagt habe. Wir sind auf einem Weg, der ja, in eine gute Richtung führt. Und solche Erlebnisse, solche Situationen dann einfach auch zu verarbeiten, ich glaube, das ist für die Mannschaft und für uns, für den Verein ganz, ganz wichtig. Gibt es weitere Fragen? Dem scheint nicht so zu sein. Also dann darf ich mich recht herzlich bedanken bei Harry van Lent. Guten Nachhauseweg und zum Gästen aus Offenbach und toi, toi, toi für den weiteren Saisonverlauf. Danke, Ralf. Wir sehen uns wieder Samstag in 2 Wochen dann. Heimspiel hier gegen den Chemnitzer FC, Anstoß 14 Uhr. Bis dahin, gute Zeit. Tschüss.